Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier in einem Parkhaus mitten im leuchtenden Meer und haben in der letzten Folge auch das Parkhaus, ich sag mal, ausgeräumt mit einer Alpha-Todeskralle und ein paar Ghoulen, die wir hier erledigt haben. Haben wir eigentlich alles soweit erledigt, was zu erledigen war. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Doktor, der hier draußen irgendwo abgehen soll. Aber wir haben immer noch einen ordentlichen Regenschauer hier, du. Naja, gut. Wir suchen einfach mal den Doktor hier im leuchtenden Meer. Ich pfeife mal eine Runde Red. Oder habe ich schon was? Nee. Ich pfeife mal eine Red X rein. Einfach, damit wir keine Strahlung kriegen. Oder deutend weniger, sag ich mal. Und natürlich werden wir nebenbei noch den ein oder anderen Gegner killen. Weil wir haben ja eine super geile Plasmakanone, die hier alles niedermetzelt, was da ist. Wegen der leuchtende Todeskralle, noch einer. Das ist auch nicht so meine Stärke aktuell, ne? Jetzt haut das Ding ab, oder was? Hallo? Komm zurück, du! Ich war doch noch nicht fertig. Okay. Flink handgefertigt Gewehr. 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Das kann durchaus interessant werden. Aber mittlerweile rotzen wir quasi wirklich jeden Gegner mit dieser Plasma-Bombe einfach weg, ne? Auch so ein, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Tja. Ich meine, gut, wenn die Munition alle ist, ist auch da ein Feierabend, ne? Deswegen müsste ich die eigentlich auch ein bisschen mehr aufheben, aber aktuell renne ich hier rum wie der Terminator und ja, metzel alles nieder. Ist aber auch weit und breit nichts, ne? Außer halt die Orte, wo wir jetzt hinwollen, aber so im weiten Sinne ist ja einfach gar nichts mehr. Red X wirkt nicht mehr. Na ja, gut, das. Ah. Und hier soll sich der Doktor verpisst haben? Schwester Layla. Und nein, ich werde jetzt nicht singen. Krater des Atoms.
Ach du Scheiße, sag nicht, hier sitzen die Atomkinder. Also die... Atom wird kommen und Zeuge meiner Verdammtheit werden. Und er wird mich reinigen. Ach, hier sind die Kinder des Atoms. Atom wird uns alle zu ruhmreicher Spaltung führen. Möge Atom dich mit seinem Leuchten segnen. Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Möge dich Atoms Leuchten auf deinem Weg leiten. Ach, lieber nicht. Du näherst dich Atoms geheiligten Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Du bist die Söldner? Ja, es ist ein echtes Loch, wa? Ihr lebt hier? Das ist ja das letzte Drecksloch. Du gehörst nicht zu Atoms Auserwählten. Spar dir dein Urteil für jene, die etwas darauf geben, was Sterbliche denken. Ich lebe länger als ihr, abgesehen, aber ich will euch nicht schaden. Ich will euch nicht schaden, ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf sich, so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Ich bin doch noch nicht fertig. Was kann ich für dich tun, Kind? Ich brauche Hilfe. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich wollte eigentlich, dass du uns hilfst. Ich suche Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche Informationen. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Also noch weiter hier weggehen. Gut, dann lasse ich euch mal in eurem Bunkerpilz alleine. Aber irgendwas ist da oben noch in der Ecke. Wir sind immer noch, trotz dass ich schon am Kartenrand bin, immer noch irgendwo welche Ecken, wo ich noch was entdecken kann, ne? Also ich weiß nicht, warum Bethesda da die Karte so groß gemacht hat, dass man noch außerhalb des eigentlichen Kartenrandes schon hinkommt. Aber naja. Gut, hier ist auch nichts im Wege aktuell. Ich möchte ja nur möglichst alle Orte irgendwie entdecken oder so. Verfallenes Reaktorgelände. Einfach mal den Strom anmachen. Was soll schon schief gehen? Ja gut, anscheinend wirklich nichts, ne? Ja gut, Blutkäfer sind mir erstmal egal.
Nebenbei auch ein paar Käfer ausgerotzt. Alles klar. Ja. Ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Also ganz im Groben und Ganzen ist ja auch nichts, was es für mich lohnt mitzunehmen, ne? Ich meine, vielleicht habe ich auch was übersehen. Ich gehe da gleich mal kurz reingucken und mal mich genauer umgucken. Und das hier dürfte ja auch nichts sein. Nö. Also wir gucken da noch mal ganz kurz rein. Vielleicht liegt da noch irgendein Heft oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gar nichts lag. Aber anscheinend ist das doch der Fall. Na gut, ein Red Axe habe ich auch gefunden. Und Ventilator. Naja, gut. Was sonst? Nichts. Gut. Dann gehen wir wieder. Dann suchen wir jetzt unseren Professor. So, die Todeskarte ist erledigt. Versucht mal, kleine fliegende Käfer mit der Kanone in der Luft zu treffen. Ja, die Tote umschießen. So, gehen noch mal ganz kurz zu der Fabrik hier hinten hin. Dass die da echt in diesem Loch wohnen, ne? Direkt in dem Krater, Alter. Ist auch so ein Ding, wo du dir denkst, warum? Was war das hier mal? Ah, eine Fabrik, okay. Hey, da guckt eine Hand aus dem Feuer. Hat ein bisschen was von Terminator, wo wir das Thema gerade hatten. Ja, müsste uns einen Daumen nach oben zeigen. Aber wir kriegen ja trotzdem noch einigermaßen guten Stuff zusammen, ne? Sensormodule. Naja. Und der Typ soll in eine Höhle hausen? Naja, gut. Dann begeben wir uns mal Richtung Höhle. Auch wenn ich hier gar nichts sehe. Ich gucke gerade überall links und rechts, ob ich irgendwo was sich bewegen sehe, aber. Nö. Nichts. Nichts und wieder nichts. Also wenn ich hier irgendwas übersehen haben sollte, dann zu 100%. Ach, und da ist die Höhle, okay.
So, auch nochmal kurz ausgemerzt. Dann geht's rein in die Höhle, würde ich sagen. Auch wenn er vielleicht nicht auf Besuch zu sprechen ist. Hä? War eigentlich die Höhle irgendwo? Der wohnt aber auch hier echt im Arsch der Welt, ne? Habt ihr mal was von Häuser gehört? Oder von mir ist auch Bunker? Oder nicht in Höhlen? Wenn schon gar nicht mit dem verstrahlten Gebiet. Dennoch das Haustierchen oder was? Die jetzt hin? Ja, wie jetzt? Nicht tot, aber... Oder habe ich gerade schon... Nee, ich habe keine XP bekommen, ne? Ist sie jetzt einfach abgehauen? Oder habe ich sie erschossen? Oder habe ich die durch den Boden gepackt? Der Erzfitzer? Oh, da ist er. Keine Sorge, du stirbst auch. Als ob ich dich hier leben lasse. Ich habe bloß eine Todeskralle als Freund. Und auch bloß, weil ich das Ei zurückgebracht habe. Und hier ist die Höhle sein? Ach, da ist die Höhle. Okay. Na denn, betreten wir die felsige Höhle. Mal wieder, Gott sei Dank, eine innere Instanz, wo wir nicht verstrahlt werden. Da kann ich auch, glaube ich, mit der Pistole arbeiten. Bevor hier noch irgendwas auf mich ballert. Wobei, tut mir nichts. Ich meine, ich bin jetzt reingestürmt, hab alles zerstört, ne? Aber er greift mich nicht an. Du bist ein freaking Supermutant? Ich dachte, du bist ein normaler Mensch oder sowas. Ja, dann tut mir leid, dass ich bei dir jetzt hier Hardcore Halligalli gemacht habe. Das war natürlich kein Plan. Entschuldigung. Halt. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Keine Sorge, Kellogg ist tot. Immer mit der Ruhe. Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Ich habe ihn eigenhändig getötet. Hast du? Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum gehen?
Das klingt gut. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Entspann dich. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Sie haben meinen Sohn. Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Naja, eine Hand wäscht die andere, gell? Ich bin einverstanden. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung, dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Teleportieren. Das habe ich ja mitgekriegt in den Erinnerungen. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Jede Menge. Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen und du würdest jetzt nicht hier stehen. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Na denn, let's go. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ja, das kriegen wir schon hin. Okay. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Okay.
Also verstehe ich, ist das richtig, dass ich muss für dich in das Institut wieder einbrechen und dir Sachen aus dem Kram rausfischen. Okay. Ja, bleib mit deinen Geräuschfallen und Türmen, ne? Aber ich find's nett, dass du mich deswegen nicht gleich den Kopf kürzer gemacht hast. Das ist sehr entgegenkommt. Aber okay. Also Aufgabe, ins Institut irgendwie rein, einen Runner bekommen. Wo genau ist das? Ah, hier sind die Zitruinen. Direkt unter dem Campbell-Stings? Ach du Scheiße. Naja gut, dann würde ich da einfach mal mich hinbegeben. Aber erst in der nächsten Folge. Aber wir haben immer noch teilweise viele Dinge, die wir nicht entdeckt haben, ne? Obwohl, ja doch, gute Karte ist weitestgehend schon großteils aufgedeckt. Hier ist ja alles bloß Wasser. Naja, gut, dann nächste Folge halt dahin. Das heißt, ich werde mich dann einfach mal zu einem der Dinger hier begeben. Weißt du noch Diamond City oder so? Hm. Ja, keine Ahnung, wo ich mich begeben möchte. Einfach zum Krankenhaus. Sollte eigentlich ausreichen. Also müssen wir jetzt bloß einen Runner suchen. Dem mal einen Kopf kürzer machen. Seinen komischen Transmitter am Hirn. Mopsen. Irgendeine komische Radiofrequenz anhören. In das Institut reingehen. Dem Virgil sein Serum bringen. Okay. Hm. Ich sehe noch irgendwas in der Nähe, was ich jetzt noch abstücken kann. Ich meine, gut, ich bin mittlerweile eh der Baba hier in der Gegend, ne? Also hier wird nicht viel mir entgegengeworfen. Ich war ja noch in vielen Orten gar nicht, ne? Ich hab was gehört. Ich nicht mehr. Hast du wenigstens was Gutes dabei? Wo sonst denn? Nun, die brauche ich. Passend für meinen Wagen. Boah, ich find's eigentlich immer noch traurig, dass ich das Automaton-DLC nicht nutzen kann, ne? Also ist bei mir das mit den Robotern nicht funktioniert. Das hätte ich gerne mal erledigt. Hm. Hier sind überall noch Orte, die ich nicht entdeckt habe. Zumindest so halbwegs nicht entdeckt. Aber naja. Und die ganzen Bubbleheads brauche ich auch noch nach bei Zeiten, ne? Wir könnten uns eigentlich mal um die Eugene-Quest kümmern. Weil das soll der ausschlaggebende Punkt sein, um halt die das Bürgeranstalts-Dingsbums da oben zu betreten.
Das würde ich sogar fast vielleicht in die nächsten Wege leiten. Lass mal das machen. Jäger und Gejagte ist ganz okay, aber wir machen jetzt erstmal. Ne, nicht das, sondern. War es das hier? Genau, wir müssen nach Imogen Cabot suchen. Und da muss ich kurz gucken, wo das war. Ach, da unten ist das. Dann machen wir das als nächstes, würde ich sagen. Weil jetzt die Hauptquest weiter rantreiben, möchte ich eigentlich auch erstmal nicht wieder. Mal so ein Stück weit, dass wir ein bisschen mehr Infos kriegen, aber auch noch die ganzen anderen Aufgaben. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Und dann würde ich in der nächsten Folge uns einfach mal dahin begeben. Könnten wir eigentlich auch hinwandern. Einfach mal kurz durch die Stadt latschen. Dürfte nicht weit sein. Oder Tele. Oder wir reisen dahin, Schnellreise. Ja, was kriegen wir schon hin. Aber ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge. Da ist eine Leuchte. Dingsbums, okay. In der nächsten Folge werden wir uns dann einfach mal wieder den Gabbits anschließen und da weitermachen. Ich sage danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.